Wenn du dich für Wirtschaft interessierst, irgendetwas mit Wirtschaft studieren möchtest und nach deinem Studium viel Geld verdienen möchtest, dann bist du hier bei diesem Video genau richtig. Denn wenn man sich für Wirtschaft interessiert, dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Studiengänge, die man studieren kann. VWL, BWL, Wirtschaftswissenschaften, International Management, Business Administration, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie und. Es gibt unzählig verschiedene Studiengänge und ich möchte dir heute erklären, welcher Studiengang der beste für dich ist, wenn du danach Karriere machen möchtest und viel Geld verdienen willst. Hi, mein Name ist David Döbele, ich bin einer der Gründer von Pumpkin Careers. Wir sind eine Karriereberatung für Studierende, machen das Ganze jetzt seit ziemlich genau 3 Jahren. Ich würde auch mal sagen, ziemlich erfolgreich, betreuen da aktiv aktuell bereits über 1000 Studierende aus der gesamten Dachregion von über 140 verschiedenen Hochschulen. Haben wir da Leute bei uns in den Coaching-Programmen mit dabei. Viele studieren natürlich BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen etc. Aber wir betreuen beispielsweise auch Mediziner, Informatiker, Physiker, Chemiker und so weiter und so fort. Das heißt, overall habe ich da einen ziemlich guten Überblick darüber, was man denn studieren muss, um bei großen Firmen reinzukommen. Insbesondere begleiten wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu führenden Firmen im Investmentbanking, in der Strategieberatung, im Private Equity, im Asset Management oder bringen sie zu den größten Konzernen und Startups hier in Europa. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, worauf die verschiedenen Firmen achten und damit würde ich auch mal direkt anfangen. Denn wenn du vorhast zu studieren und danach Karriere machen möchtest und viel Geld verdienen willst, dann solltest du dir nicht überlegen, okay, was ist eigentlich der optimale Studiengang, was interessiert mich am meisten, sondern du solltest dir eigentlich überlegen, okay, welche Firmen zahlen denn die höchsten Gehälter, bei welchen Firmen habe ich die besten Karrierechancen und was setzen diese Firmen voraus. So, und wenn wir jetzt so rumdenken, also von hinten das Ganze aufdröseln, anstatt am Anfang anzufangen, dann gibt es genau diese Firmen, in die wir unsere Leute eigentlich auch reinbringen, sind so typischerweise die Firmen, die dir die besten Karriere- und Gehaltsmöglichkeiten anbieten, wenn du fertig mit einem Wirtschaftsstudium bist. Das heißt, es sind dann Firmen aus dem Finanzbereich, wie große Banken, wie große Vermögensverwalter. Das sind Firmen aus der Unternehmensberatung, insbesondere Strategieberatung, wie zum Beispiel McKinsey, BCG, Bain, Roland Berger etc. Oder es sind sehr erfolgreiche Firmen aus anderen Branchen. Das heißt, entweder große Konzerne, die in ihrer jeweiligen Branche, Automobilindustrie, Energie etc. einfach super erfolgreich sind, seit Jahrzehnten vielleicht schon am Markt sind. Dort gibt es super spannende Positionen für ambitionierte Einsteigerinnen und Einsteiger oder eben junge, erfolgreiche Startups. Also das sind so eigentlich die Hauptbereiche, wo die Top-Wirtschaftsabsolventen, die nicht selber ein eigenes Unternehmen direkt gründen, reinströmen. Und wenn man sich diese Firmen anschaut, dann haben die alle relativ ähnliche Anforderungskriterien, so auf einer ganz hohen Ebene sozusagen betrachtet. Natürlich unterscheiden sich die einzelnen Anforderungskriterien immer ein bisschen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, bei all diesen Firmen, um dort reinzukommen, brauchst du Praktika. Du brauchst relevante Praktika bereits während deines Studiums. So, was braucht man noch? Man braucht sehr gute Noten. Das ist nicht bei allen absolutes Maß, dass du immer eine 1,0 oder 1,1 im Schnitt hast, aber alle diese Firmen achten einfach auf die Noten, denn sie können es sich erlauben, weil sie so viele Bewerbungen bekommen. So, dann wird auch nochmals darauf geachtet, an was für einer Universität du studiert hast. Das heißt, es gibt einfach gewisse Universitäten, die haben tendenziell einen besseren Ruf. Da hat man tendenziell schon mehr Mitarbeiter von dieser Hochschule oder Universität eingestellt bei sich im Unternehmen, hat tendenziell einfach bessere Erfahrungen mit dieser Uni gemacht und darauf wird einfach auch geachtet. Das heißt, dort machen die Firmen eher Workshops, dort sind ihnen die Bewerberinnen und Bewerber lieber. Das ist ein wichtiger Aspekt. Dann ein weiterer wichtiger Aspekt ist ehrenamtliches Engagement. Das heißt, es wird geschaut, okay, in was für Initiativen hast du dich engagiert, in was für Vereinen und so weiter und so fort. Und fünfter Punkt sind Stipendien. Es wird darauf geachtet, hast du Stipendien? Wenn ja, welche Stipendien hast du? Das sind 5 Kriterien, anhand von denen diese Firmen deine Bewerbung oder dein Profil im ersten Schritt erstmal beurteilen. Natürlich zählt dann auch noch, wie verkaufst du dich im Bewerbungsprozess, wie gut sind deine Unterlagen, wie gut überzeugst du im Interview. Aber vorausgesetzt, das alles ist gleich, dann zählen jetzt im ersten Schritt erstmal diese 5 Kriterien und je besser die sind, desto besser sind auch deine Wahrscheinlichkeiten, einen der begehrtesten Jobs zu bekommen, weil die Firmen, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, bekommen super, super viele Bewerbungen auf wenige freie Stellen. Bei Goldman Sachs, einer der führenden Investmentbanken, ist es zum Beispiel so, dass es eine der wenigen Firmen, die da auch offizielle Zahlen veröffentlicht hat. Da war es in der letzten Aussage zum Beispiel von der Firma so, dass durchschnittlich ca. 1,57%
der Bewerberinnen und Bewerber genommen wurden. Das heißt, weniger als 2% von den Leuten, die sich bei Goldman Sachs beworben haben, haben dort überhaupt eine Stelle bekommen. Und dort bewirbt sich ja nicht jeder, sondern dort bewerben sich in erster Linie Leute, die sich zutrauen würden, dort auch genommen zu werden. Das heißt, die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Und du musst halt wissen, okay, wie setze ich mich da gegenüber dieser Konkurrenz durch? Weil jeder will irgendwie viel Geld verdienen, jeder will irgendwie tolle Karrierechancen haben, aber es kann eben nicht jeder zu diesen Top-Firmen kommen. So, jetzt hast du vielleicht eine Sache gerade gemerkt. Und zwar solltest du vielleicht gemerkt haben, dass bei diesen 5 Kriterien, die ich gerade genannt habe, der Studiengang eigentlich gar keine Rolle gespielt hat. Und das ist jetzt auch Kernthema vom heutigen Video, was du auf jeden Fall mitnehmen solltest. Das eigentliche Fach, wie genau das Fach heißt, das du studierst, spielt für deine langfristigen Karrierechancen eine sehr untergeordnete Rolle. Es spielt definitiv eine Rolle, zum Beispiel an welcher Uni du studierst. Das spielt eine große Rolle. Und bei manchen Unis heißt halt der Studiengang International Management, bei anderen Unis heißt es BWL, bei anderen Unis heißt es Wirtschaftswissenschaften etc. Aber es ist viel, viel wichtiger, an welcher Uni oder Business School du studierst, als wie genau der Studiengang heißt, den du studierst. Und es kann sein, es gibt eine absolut top renommierte Uni oder Business School, wo du im Bachelor zum Beispiel International Management studieren kannst. Und es gibt eine total unbekannte, unrenommierte Fachhochschule, die vielleicht schon zahlreiche Skandale hinter sich hatte, oder eine ganz kleine Privatuni, wo du auch International Management studieren kannst. Aber nur weil du hier und da International Management studieren kannst, kannst du das 0,0 vergleichen, diese zwei Fächer. Genau das Gleiche ist dann auch im Master der Fall. Es gibt zahlreiche Master-Universitäten weltweit. Viele Bachelor-Absolventen, die irgendwie in der Dachregion ihren Bachelor gemacht haben, gehen dann für den Master auch ins nicht deutschsprachige Ausland. Und da gibt es zahlreiche verschiedene Master-Unis. Und teilweise lassen sich dann die Leute irgendwie so ein bisschen anlocken. Dann gibt es irgendeine Master-Uni, die hat dann irgendwie einen Masterstudiengang, der heißt Investment Banking, und dann denken die, ja, wenn ich dort meinen Master mache, dann ist es ideal für Investment Banking. Wobei es sein kann, dass halt das eine ganz unbekannte Uni ist, die eigentlich gar keine Connection hat zu irgendwelchen Investmentbanken, wo es gar keine Alumni gibt, die im Investment Banking arbeiten. Die nennen einfach den Studiengang so und dann gehst du dorthin, denkst, das bereitet dich perfekt auf Investment Banking vor, wobei es viel besser gewesen wäre, wenn du vielleicht einer absolut top renommierten Uni Management im Master gemacht hättest, was jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel mit Investmentbanking zu tun hat, dann aber im zweiten Schritt, dadurch, dass die Uni halt sehr renommiert ist, dir viel mehr Möglichkeiten im Investmentbanking anbietet. So, das heißt, es ist nicht so wichtig, was du studierst. Und was dann, wenn man das einmal verstanden hat und das auch wirklich, das kannst du mir glauben, kannst du mir nicht glauben, aber du kannst ja zum Beispiel einfach mal auf LinkedIn irgendwie selber ein bisschen recherchieren, was denn so die Leute studiert haben, die bei den großen Firmen eingestiegen sind. Da wirst du sehr schnell merken, okay, es gibt gewisse Target-Unis. Ich verlinke dir auch 2 PDF-Dateien unten in der Videobeschreibung. Das ist einmal unser Bachelor-Target-Uni-Report und einmal unser Master-Uni-Target-Report. Das sind 2 Reports. Einmal in dem Bachelor-Uni-Report haben wir die besten Bachelor-Unis in der Dachregion aufgelistet, wo du genau weißt, okay, wenn ich Wirtschaftswissenschaften irgendwie was studieren möchte, dann gehe ich an diese Unis. Oder wenn du an die Master-Unis möchtest, sind die auch aufgelistet. Und dort heißen die Studiengänge jeweils unterschiedlich. Aber ist komplett egal, Hauptsache du bist an einer von diesen Unis. Und dort gibt es manche Unis, wie zum Beispiel die Uni Mannheim, die bieten verschiedene Studiengänge an. An der Uni Mannheim kannst du zum Beispiel BWL studieren, du kannst VWL studieren, du kannst Wirtschaftsinformatik studieren und du kannst noch ein paar andere Studiengänge studieren. Und es ist so, für BWL beispielsweise ist die Uni Mannheim total bekannt, total renommiert, hat einen sehr, sehr hohen NC, aber man kann dort beispielsweise auch VWL studieren. Und wir haben knapp 100 Leute im Coaching, die an der Uni Mannheim studieren, also von den etwas über 1000 Leuten, die wir betreuen, studieren so, glaube ich, so 80 circa in etwa an der Uni Mannheim. Und von denen studieren einige VWL. So, und da gibt es ein paar Leute, die hatten nicht so ein gutes Abitur, dass sie in BWL reingekommen sind. Und dann haben die einfach gesagt, okay, ich will unbedingt an die Uni Mannheim, studiere ich halt VWL. Und das Interessante ist, teilweise die Studieninhalte unterscheiden sich gar nicht mal so krass. Und die Jobchancen danach sind, zumindest nach meiner Erfahrung, nach 3 Jahren Karriereberatung, sind die exakt die gleichen. Das heißt, wir haben teilweise VWLer, die machen Praktika im Investmentbanking, in der Strategieberatung. Damit stellen die jeden BWLer von der Uni Mannheim in den Schatten.
So, also es gibt ein paar VWLer an der Uni Mannheim, kannst du auch mal auf LinkedIn recherchieren, die machen extrem, extrem krasse Praktika, weil sie dann durch uns beispielsweise genau wissen, okay, wie bewerbe ich mich bei den richtigen Unternehmen, wann bewerbe ich mich da, worauf muss ich alles achten, wie performe ich gut, wenn zum Beispiel irgendeine Beratung oder Investmentbank zu uns an die Uni kommt, einen Workshop macht und so weiter und so fort. Und du kannst halt extrem von diesem guten Ruf der Universität profitieren, obwohl du einen Studiengang studierst, für den die Universität natürlich ebenfalls sehr gut ist, ne? Auch VWL an der Uni Mannheim ist super, aber für den eigentlich der Ruf der Uni gar nicht so gedacht ist. Und genau das Gleiche zeigt sich dann beispielsweise auch in den Masterprogrammen. Bei den Master-Unis, vor allem bei diesen renommierten Business Schools, ist es meistens so, dass die ein, zwei Flagship-Masterprogramme haben. An der Universität St. Gallen beispielsweise, dort hätte ich auch meinen Master gemacht, gibt es, wenn du ins Investmentbanking möchtest, den Flagship-Master, das ist der Master in Banking and Finance, ne, der MBF-Master. So, da ist es super, super schwer reinzukommen. Jetzt gibt es allerdings noch einen zweiten Master, der auch in diese Richtung geht, und zwar ist das der Accounting and Finance Master, der Mark Finn. So, in diesen Master kommst du deutlich leichter rein. Auch dort reinzukommen ist kein Selbstläufer, aber wir haben eigentlich, also jeder bei uns aus dem Coaching, der da rein wollte, hat es dann am Ende des Tages eigentlich auch geschafft, weil wir uns sauber darauf vorbereitet haben. Und gefühlt von der Wahrnehmung von Seiten der Firmen macht es nicht so den großen Unterschied, ob du jetzt in dem MacFin oder in dem MBF-Masterprogramm drin bist. Für die Studierenden an der HSG macht es einen total großen Unterschied, weil die sagen sich dann alle, die im MBF sind, hey, wir sind hier im Flagship-Master und so toll, wir haben die allerhöchsten Anforderungskriterien etc. etc. Wir haben aber auch schon Leute von dem MacFin-Master zu den ganzen Bulge-Bracket-Investmentbanken gebracht, zu den Top-Strategieberatungen gebracht, ohne Probleme. Also das ist jetzt nicht so, dass der MacFin weniger wert wäre. Hauptsache, du machst quasi einen Finance-Master an der HSG. Darauf achten dann die Firmen. Und genau das Gleiche gilt dann beispielsweise auch für die Bachelorprogramme oder für andere Master-Unis. Das heißt, du musst in erster Linie darauf achten, dass die Uni oder Business School, an der du studierst, auf einer unserer Listen drauf sind. Wie gesagt, diese Listen findest du unten in der Videobeschreibung verlinkt für Bachelor und Master. Und wenn das gegeben ist, dann hast du eigentlich schon mal sehr, sehr gute Chancen, selbst wenn der Studiengang ein bisschen unbekannter ist, dass du trotzdem zu deinem Wunschunternehmen reinkommst. Und es muss sogar nicht mal Wirtschaft im Wort drin sein. Uni ist ja, wie gesagt, ein wichtiges Kriterium, Noten ist ein wichtiges Kriterium, Engagement ist ein wichtiges Kriterium, Stipendien sind ein wichtiges Kriterium und das allerwichtigste Kriterium sind die Praktika. Praktika ist das allerwichtigste. Wenn du super Noten hattest, super Uni, kein einziges Praktikum, kommst trotzdem nicht zu einem Top-Player. Wohingegen, wenn du in einer mittelmäßigen Uni warst, mittelmäßige Noten, aber hast irgendwie es geschafft, krasse Praktika zu bekommen, kommst du fast überall rein. So. Und wenn du jetzt zum Beispiel Mathematik studierst, wenn du Physik studierst, wenn du Medizin studierst, und wie gesagt, auch solche Leute haben wir viele von dem Coaching bei uns dabei, dann ist es so, dass du typischerweise in so einem Studiengang nicht so sehr Praktika in diesen Bereichen machen würdest, in denen du viel Geld verdienst in der Wirtschaft. Ne? Also du würdest typischerweise Mediziner, kann natürlich auch als Arzt sehr viel Geld verdienen, aber der würde typischerweise jetzt nicht Investmentbanking-Praktika machen, Unternehmensberatungspraktika oder sonst was. Oder ein Physiker oder was auch immer. Wenn diese Person allerdings genau weiß, bei welchen Firmen sie sich bewerben soll, wie sie sich dort bewirbt, wie sie dann im Interview auch überzeugt, dieses wirtschaftliche Verständnis auch mitbringt, was man bei uns dann zum Beispiel auch lernt, dann ist es durchaus auch möglich für diese Person, solche Praktika zu bekommen. Und wenn diese Person solche Praktika gemacht hat, dann ist es völlig egal oder dann ist es vielleicht sogar nochmal von Vorteil, wenn sie Physik studiert hat, Mathematik, Chemie, was auch immer, und sich dann final bewirbt bei den Unternehmen, weil dann sehen die, okay, die Person hat die Praktika gemacht, das heißt, sie hat Ahnung davon, von der Materie, sie hat da auch Bock drauf. Plus, sie bringt noch mal so einen diversen Aspekt bei uns rein. Extrem toll, feiern wir, diese Person wollen wir einstellen. Und wenn du sowas ganz Fachfremdes studierst, dann spielt tatsächlich dieser Target-Uni-Aspekt, das heißt, an welcher Uni du studierst, gar nicht mehr so eine große Rolle, weil es abgesehen eigentlich von BWL oder ein paar Ingenieurstudiengängen spielt es eigentlich auch nicht so eine große Rolle, wo genau du studierst. Das heißt, da ist es dann auch nochmals deutlich, deutlich entspannter. Aber summa summarum, was du von dem Video für dich mitnehmen solltest, es ist komplett egal, ob du Management studierst, VWL, Wirtschaftswissenschaften, BWL. Inhaltlich ähnelt es sich auch extrem. Ne? Also, ob du jetzt Management studierst, Business Administration, BWL, whatever, es ist zu einem großen Teil sehr, sehr ähnlich. Selbst in BWL und VWL hast du in den meisten Unis irgendwie 50, 60, 70% relativ identische Fächer und Klausuren und hast dann nochmal 30% halt reine BWL-Sachen, 30% reine VWL-Sachen. Aber es ist nicht so ein krasser Unterschied. Und in jedem Studiengang hast du mal ein paar blöde Fächer, die dir nicht gefallen. In jedem Studiengang hast du ein paar tolle Fächer, die dir extrem gut gefallen.
Das heißt, ich würde mich an deiner Stelle nicht zu sehr darauf fokussieren, wie denn jetzt der Studiengang heißt, sondern ich würde mich vor allem darauf fokussieren, dass du an eine möglichst renommierte Hochschule kommst, wo du einfach weißt, okay, dort gibt es super viele andere ambitionierte Studierende an dieser, von dieser Hochschule, schaffen es regelmäßig Leute irgendwie zu den Top-Firmen. Da kannst du dich zum Beispiel auch mal bei uns auf der Webseite irgendwie schauen, in den Erfahrungsberichten, die wir mit Coaching-Membern gemacht haben, wo einmal pro Woche ein neuer online kommt. Per Video kannst du auch mal schauen, wo die denn zum Beispiel studiert haben. Wir haben zum Beispiel, wie gesagt, etwas über 100 Leute von der Goethe-Uni, knapp unter 100 Leute von der Frankfurt School. Dann dritte Stelle ist bei uns Uni Mannheim, dann die ganzen anderen Unis, wie irgendwie Uni St. Gallen, WAU, LMU, Uni Köln, WWU etc. Aber wir haben auch von ganz vielen anderen Hochschulen Member bei uns dabei. Und falls du vorhast, an irgendeiner Uni zu studieren, die nicht bei uns auf einer unserer Listen drauf ist, oder du studierst dort aktuell, dann melde dich gerne einfach mal bei mir, schreib mir gerne mal auf LinkedIn eine Nachricht, schreib mir mal gerne auf Instagram eine Nachricht, sag, hey David, ich habe vor, an der und der Uni das und das Fach zu studieren, oder David, hey, ich studiere an der und der Uni das und das Fach, wie wären meine optimalen nächsten Schritte, um irgendwie in diese und jene Branche reinzukommen, da kann ich dir da gerne nochmal ein kurzes Feedback geben. Bei den meisten Fällen ist es gar nicht mal so unterschiedlich, ne? Ich sage jetzt nicht, dass man es nicht schaffen kann, wenn man nicht an einer von diesen Target-Uni studiert. Es ist ein Vorteil, definitiv, das kann man nicht von der Hand weisen, aber es ist keine Notwendigkeit. Und durch eine Zusammenarbeit mit uns bei Pumpkin kann man auch viele der Vorteile, die man vor allem an irgendwie privaten Top-Business-Schools hat, kann man dann auch durch eine Teilnahme bei uns bei Pumpkin um ein Vielfaches wieder reinbekommen, selbst wenn man an einer unbekannteren Hochschule studiert. Da haben wir auch ganz, ganz viele Beispiele auf unserer Webseite von Leuten von unbekannteren Hochschulen, die Top-Profile geschafft haben, die es bis zu den Top-Playern geschafft haben. Das heißt, da gerne einfach mal den Kontakt mit uns aufnehmen. Im Optimalfall studierst du natürlich an einer Top-Uni und bist bei uns dabei, aber im Zweifelsfall lieber an eine etwas unbekanntere Uni. Aber dafür wissen, wie du vorgehen musst in deinem Studium, weil es bringt dir auch nichts, wenn du irgendwie an einer super Uni studierst, super Noten schreibst, aber keine Ahnung hast, wo du wann Praktika machen musst, wie du dich da bewirbst etc. Das bringt dich in einem Studium nicht weiter. So, ich hoffe, dieses Video hat dir wertvolle Einblicke gegeben, weil das eine Thematik sowohl bei der Bewerbung für Bachelor-Unis als auch bei der Bewerbung für Master-Unis, das sehe ich, Leute sehr, sehr oft diesen Fehler machen, dass man sich so sehr auf den einzelnen Studiengang fokussiert und nicht eigentlich mal einen Schritt weiter voraus guckt und wirklich schaut, okay, was bringt mir das denn wirklich für meine spätere Zukunft? Das ist auf jeden Fall wichtig, wo du studierst, weil da gewisse Connections zu Firmen da sind, weil du da leichter mit den Firmen in Kontakt treten kannst. Auch das ist kein Maß, aber das ist deutlich wichtiger, als wie der einzelne Studiengang heißt. Und wenn du mehr zu diesem Thema haben möchtest, wenn du mehr Infos haben möchtest, wo studiere ich optimal, wie sichere ich mir Praktika, abonniere diesen YouTube-Kanal, dass du kein zukünftiges Video verpasst. Schau dir, wie gesagt, die PDFs an, die ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, und melde dich gerne bei uns, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest und Interesse an unserer Karriereberatung hast. Einfach auf die Website gehen, pumpkincareers.com, da findest du auch ganz viele Erfahrungsberichte, findest du eine komplette Übersicht darüber, wie das bei uns abläuft, und wenn dich das überzeugt, dann kannst du dich gerne bewerben, kannst dich einmal mit uns austauschen, wir können schauen, können wir dir helfen? Wenn ja, bekommst du relativ schnell mit, wie wir an deiner Situation vorangehen würden, was wir da alles machen würden, was typische Ergebnisse wären, die wir mit dir vermutlich erzielen können. Weil, wie gesagt, wir haben schon mit über 1000 Leuten zusammengearbeitet oder arbeiten aktiv mit über 1000 Leuten zusammen. Wir können dir sehr genau sagen, was in deiner Situation machbar ist, was wir da erreichen könnten. Wenn dich das überzeugt, wenn du auch der Meinung bist, hey, das mit dem Coaching, mit der Zusammenarbeit macht super viel Sinn, da komme ich besser voran, als wenn ich es alleine versuche, dann können wir da eine Zusammenarbeit starten und dann dafür sorgen, dass du nach deinem Studium Top-Job-Chancen hast, wo du viel Geld verdienst, wo du tolle Karrierechancen hast, wo du Spaß an der Arbeit hast, weil deshalb studierst du nämlich mal an, und da bist du dann bei uns richtig. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal austauschen können. Bis dahin viele Grüße, dein David.